Linz. Karl-Marx-Studio. Haha, was geht? Sag deiner Mama Bescheid. Stammtisch. Watch out now. Es ist der Tisch, der Kranich-Kick vom Karate-Kid, der die zwischen die Haxen trifft, Bananensplit. Die Punch im Gesicht, die die wie Mathe Shits auf die Matten schickt, die der im Grins aus der Visagen wischt. Der Tisch, wie am Kani-Party-Hits oder Balladen, die du in der Hitparaden findest. Aber wenn's eine dicke Gaschen gibt und eine Floschen Frangelico, reiß mir deine Location da und lassen du in Estrich da. Auf ein Check und Du, folgt verbal das Taekwondo's Rap-Niveau, wird gehoben wie der Schnaps aus Mexiko. Jetzt geht's so, du willst battle mit dem wacken Flow. Leck mich da, was willst du denn? Ich hab ein ganzes Lexikon. Sie geben sich alle Mühe und sie feiern Skills. Ich komm von der Bühne, aber um die Feier und stink. Rap ist Blut und Schweiß, doch es gibt kein Food and Night. Check mal unsere Runden bei, es rennt ziemlich gut zur Zeit. Wir sind Österreichs Beatnuts, los geht. Kani möchte gern Street Thugs, los geht. Wir zahlen kein Geld für die Features, los geht. Los geht, los geht. Wir sind Österreichs Beatnuts, los geht. Kani möchte gern Street Thugs, los geht. Deine Genossenheit, ich stress mir nicht die los mit Zeit, wir machen's gescheit. Jeder Flow ist am Ausarbeit, positive Vibes, locker leicht, ohne Poserei. Was ich erreich, muss ja nicht jeden unter die Nase rein. Ich hab sich prophezeit, dass sie jeder beim Open Mic in Tosen scheißt. Deiches Style kommt einer Katastrophen gleich. Was bringen da Millionen Likes, wenn du dann die Show vergeigst und dir der Manager in den Kopf verweist? Low life. Das Leben kann so simpel sein, für unser Insta-Story verdient man uns den Grimme-Preis. Wir performen live von einem weiteren Bekanntenkreis. Seien wir dicht, gibt's das Merchandise zum Schneiderpreis. Wenn du dich schlafen legst, beginnen erst die Schweinereien. Wir sind immer high, kannst du nicht einmal so leibend sein. Einer geht in Hungerstreik, der andere hat Futterneid. Wir gingen auf Tour mit unseren Leid und haben einen guten Vibe. Wir sind Österreichs Beatnuts, los geht. Kani möchte gern Street Thugs, los geht. Wir zahlen kein Geld für die Features, los geht. Los geht. Wir sind Österreichs Beatnuts, los geht. Kani möchte gern Street Thugs, los geht. Wir zahlen kein Geld für die Features, los geht. Los geht, los geht. Ich bin für Nächstenliebe, doch eure schlechten Skills, die gängen schon fast ins Lächerliche. Geht's einmal in Defensive, eicher Rap-Elite kickt mir nicht wie Fesselspiele. Was bringt die längste Gästeliste und ein fetter Pressespiegel? Es fördert echte Beats, ja respektive freshe Stile. Step in unseren Cypher, Alter, du steckst auf eine Tellermine. Rapper fötter Flow, schreckliches Niveau. Sie rennen vor der Show, so wie Eminem aufs Klo. Der Beat erinnert mich an Pete Rock und CL Smooth. Wir haben damals angefangen mit Beatbox und B-Boy Moves. Solche Songs erst nicht in Discos und schicken Clubs oder auf einem Skikurs in Hintertor bei Kinderpunsch. Es gibt Poser, die über die alten Rapper lästern, die unserer Leidenschaft in Dreck zahlen und netter meckern. Von wegen Tracks von gestern und dass die Texte schlecht sind. Die neuen Filme haben keine Chance gegen Spaghetti-Western. Wir sind Österreichs Beatnuts, los geht. Kani möchte gern Street Thugs, los geht. Wir zahlen kein Geld für die Features, los geht. Los geht.